Und damit ganz herzlich willkommen hier zu dem Signal-Build-Tutorial. Das hier ist das Basis-Tutorial, da erkläre ich die grundlegenden Signalbilder und dann gibt es noch zwei Erweiterungstutorials. Da geht es im ersten Teil um die HV- und Kompaktsignale, die man hier schon sieht, und im zweiten Teil gibt es dann noch die KS-Signale. Aber für diese jeweiligen Erweiterungen brauchen wir erstmal hier dieses Basis-Tutorial. Da möchte ich euch grundlegende Bauformen, Signalbilder erklären, damit wir später dann auch in den Erweiterungen das alles verstehen, damit ihr das alles schön nachbauen könnt und damit endlich mal falsche Signale auf den Transportfieberwelten verschwinden. Wir fangen an mit der Standardsignalisierung. Die Schallschutzwände sollen einen Bahnhof deuten, wo jeweils am Ende ein Ausfahrsignal steht. Ich habe extra alle Signale auf die Anzeige gestellt, wie es eigentlich ist. Ich habe hier einmal das rechte Gleis mit freier Fahrt gemacht und einmal das linke Gleis mit einer Ausfahrt mit 60. Das sieht man daran, dass dieses Signalbild HP1, das heißt freie Fahrt, anzeigt und dieses hier zusätzlich noch diesen orangenen Punkt. Dieses Signalbild heißt HP2 und hat zusätzlich hier oben eine ZS3-Anzeige mit der Zahl 6. Das heißt, alle Zahlen, die man bei der Deutschen Bahn sehen, muss man mit 10 multiplizieren. Das heißt, wir dürfen hier an diesem Signal 60 fahren. Hier brauchen wir das nicht, denn hier fahren wir einfach geradeaus die Strecke weiter. Dort brauchen wir keinen Anzeiger, da wir dort Streckengeschwindigkeit fahren können. So, dann würde der Bahnhof kommen und vor jedem Bahnhof gibt es natürlich Einfahrsignale. Das habe ich einerseits so gemacht. Und zwar haben wir jeweils vor dem Bahnhof die Einfahrt mit 80. Das sehen wir hier wieder an dem ZS3 mit der 8. Wir fahren mit freier Fahrt rein und fahren mit freier Fahrt weiter. Das sieht man einmal hier. Wir haben hier HP1. Freie Fahrt ist immer HP1 mit dem Signalbild VR1. Also man kann sich schon mal merken, wenn eine 1 dahinter steht, heißt es immer freie Fahrt. Hier sehen wir dann nun das Einfahrsignal für die linke Seite. Dort fahren wir auch mit 80 rein mit freier Fahrt und bekommen nun hier VR2. Da haben wir auch wieder ein grünes und ein orangenes Lämpchen und haben zusätzlich unter dem Vorsignal noch die Geschwindigkeitsvoranzeige, das nennt sich ZS3V. Das uns sagt, am nächsten Signal musst du 60 fahren, was ja auch stimmt. In diesem Fall brauchen wir hier keine ZS3V-Anzeige, da wir ja am nächsten Signal eben wieder mit Streckengeschwindigkeit fahren. Das heißt, entweder ist ab hier hinten eine höhere Geschwindigkeit, oder wir fahren mit den 80, die es an Einfahrsignal gezeigt werden, weiter. Dann gibt es die sogenannten Vorsignalwiederholer. Das sieht man an diesem netten weißen Pünktchen, was dieses Signal hier oben drüber hat. Und dieses Vorsignal besitzt keine Rautetafel. Denn die reinen Vorsignale werden signalisiert mit dieser Trapeztafel oder Rautetafel. Und auch nur bei diesen Vorsignalen müssen wir die Vorsignalbacken setzen. Hier haben wir dann noch den Zusatz mit dem Geschwindigkeitsvoranzeiger ZS3V für dieses Hauptsignal, was er uns sagt, an diesem Signal müssen wir 80 fahren, also muss das Vorsignal natürlich auch uns anzeigen, dass wir dort 80 fahren müssen. So, jetzt nicht wundern, da stehen ein paar Loks, damit die Signalbilder auch da sind. Hier sind die sogenannten Signalbarken. Es fängt vom Vorsignal aus an mit 1, dann kommt die 2 und dann kommt die 3. Und hier könnt ihr einen Tipp von mir verwenden. Ich benutze hier immer einen Bahnhof, den kleinsten, der geht. Und nehme von diesem Bahnhof die halbe Länge. Das heißt, ich setze Ende Bahnsteig auf Höhe des Signals. Und weiß dann, Mitte Bahnhof sind 40 Meter und setze dort das Schild. Das wäre in diesem Fall dieses hier.
Normalerweise in der reellen Deutschen Bahn draußen wäre der Abstand zwischen Vorsignal und dem ersten Strich 100 Metern. Zwischen dem ersten Strich und dem zweiten Strich und dem zweiten und dem dritten Strich wären es jeweils 75 Metern. Wer das so nachstellen möchte, kann das gern machen, aber meine Empfehlung für Transportfieber sind 40 Meter. So, um euch das noch kurz bei den Kompaktsignalen zu zeigen. Die Signalbilder sind genau die gleiche, nur der Schirm sieht etwas anders aus. Wir haben hier jeweils wieder das Vorsignal mit der Trapez- bzw. Raute-Tafel, die wir mit den Vorsignalbacken beschildern müssen. Dann kommt das Vorsignal-Wiederholer. Hier haben wir die Trapez-Tafel nicht. Dann haben wir hier ein Einfahrsignal wieder auf beiden Seiten. Wir haben hier wieder HP1 auf VR1. Und wir haben hier HP2 auf VR2. Dann kommt hier ein neues Signalbild dazu. Wir haben HP1 auf VR0. Das bedeutet, am nächsten Hauptsignal wäre Halt erwarten. Dieses Signal kann man beispielsweise einbauen, wenn man eine sehr dichte Zugrate hat. Und man weiß zum Beispiel, dass bei der Linie der Zug am nächsten Signal auf jeden Fall zu 90% immer hält, kann man dieses Signal verbauen. Denn es kann natürlich sein, wenn der Zug hier durchfährt, kann das nächste Hauptsignal noch rot sein. Und das kann sich natürlich noch ändern, während er schon hier vorbei ist. Hier haben wir HP2 auf VR1. Das würde zum Beispiel bedeuten, wenn hier von links nach rechts eine Weiche drin wäre, dann wäre in dem Weichenbereich noch die Langsamfahrt. Hier haben wir keine ZS3-Anzeige, das heißt, hier könnt ihr mit maximal 60 fahren. Das wäre komplett euch überlassen, da würde 50, 40, 60, 30, würde alles gehen, da wir ja keine Geschwindigkeitsanzeige haben. Und am nächsten Hauptsignal erwarten wir freie Fahrt. So, dann gibt es ein bisschen was Exotisches. Ja, das sind auch Signale. Und zwar mache ich das persönlich so, beziehungsweise kenne ich es von der Deutschen Bahn so, dass an stark befahrenen Hauptstrecken immer Rechts-Links-Signalisierung ist. Dann hat die Deutsche Bahn irgendwann mal nachrüsten müssen und dann hat die Deutsche Bahn einfach gesagt, okay, wir stellen Schilder auf, anstatt einfach ein Signal auf die linke Seite zu setzen, weil ein Signal ist natürlich deutlich teurer. Das heißt, diese Tafel, das wäre die NE1 Trapeztafel, die stellen wir auf Höhe des Einfahrsignals und dann haben wir noch ganz rechts die NE2 Vorsignaltafel, die stellen wir auf Höhe des Vorsignals. Dieses Vorsignalschild muss nicht mit den Vorsignalbarken beschildert werden. Es reicht, wenn das Lichtvorsignal beschildert wird. So, kommen wir nun zu den KS-Signalen. Und ja, die KS-Signale ist eigentlich schon ein Studium für sich. Aber ich versuche, euch es logisch und verständlich zu erklären. Wir haben wieder hier denselben Aufbau. Wir fangen hier vorne bei den Ausfahrsignalen an. Da haben wir einmal an dem rechten Gleis ein Ausfahrsignal am Auslegemast oder auch am Flachmast. Das ist alles euch völlig überlassen. Bei den KS-Signalen habt ihr ein bisschen mehr Variation. Da könnt ihr, wie gesagt, einmal hier am Auslegemast und am Flachmast machen. Aber Hauptsache ist, es ist ein Ausfahrsignal. In diesem Fall hier, dieses Signal gibt es leider nicht. Bitte hier vorstellen, dass hier oben eine 6 angezeigt wird, was in diesem Fall 60 bedeuten würde. Ein grundlegender Unterschied zu dem HV- bzw. Kompakt-Signalsystem ist, dass es keinen extra Befehl mehr für Langsamfahrt gibt. Falls es eine Geschwindigkeitsminderung gibt, wird das über diese Geschwindigkeitsanzeige bzw. Geschwindigkeitsvoranzeige angezeigt. Alles wird mit grün signalisiert. Wenn ein Signal keine Vorsignalfunktion beinhaltet. Das sehen wir daran, dass hier unten am Mast nur dieses weiß-rot-weiße Schildchen hängt.
Bei den Einfahrsignalen sieht es etwas anders aus. Da haben wir ebenfalls dieses weiß-rot-weiße Schildchen, aber unten drunter haben wir noch ein kleines gelbes Dreieck. Das bedeutet, dass dieses Signal gleichzeitig Hauptsignal als auch Vorsignal ist. Was genau bedeutet das? Leuchtet dieses Signal grün, heißt es, am nächsten Signal habe ich Fahrt. Das Signal ist speziell, das werde ich gleich zeigen, weil wenn ich auf Play mache, bei einer Geschwindigkeitsminderung blinkt dieses grüne Lämpchen. Das kann ich euch mal kurz zeigen. Das sieht so aus. Das ist bei den KS-Signalen Standard. Wie gesagt, sobald es eine Geschwindigkeitsminderung ist und diese vorangezeigt wird, blinkt dieses grüne Lämpchen. An dem Hauptsignal leuchtet dann dieses Lämpchen nur noch, denn ab dort gilt das ja. Ja, ich habe ja vorhin gesagt, ja, okay, der Befehl Langsamfahrt ist ja rausgenommen, also fragt ihr euch bestimmt, was heißt denn dann gelb? Das habe ich extra nun so abgestellt, denn wie wir ja gesagt haben, es gibt Signale, die bereits die Funktion haben, dass das Vorsignal mit integriert ist. Das heißt folgendes, sobald gelb leuchtet, heißt es, nächstes Hauptsignal ist rot. Das kann genauso auch hier drüben sein, dann wäre die Geschwindigkeitsanzeige aus. Denn das nächste Signal ist sowieso rot, das heißt man muss auch keine Geschwindigkeitsminderung anzeigen. Das sind dann die passenden Vorsignale dazu und auch hier ist es so, dass das Vorsignal beispielsweise, wenn hier ebenfalls eine Geschwindigkeitsminderung zum Beispiel auf 80 wäre, würde dieses Vorsignal blinken. Das kann ich euch mal kurz zeigen. Wenn wir jetzt hier ein Vorsignal finden für die linke Seite. Ja, beispielsweise das hier. Das wäre ein Vorsignal für eine Geschwindigkeitsminderung. Dann würde dieses ebenfalls blinken. Würde dann an dem Hauptsignal nur oben 80 angezeigt werden und unten nichts, würde dieses wieder leuchten. Würde zum Beispiel hier oben 80 und unten drunter 60 angezeigt werden, wäre das ja ebenfalls nochmals eine Geschwindigkeitsminderung und dieses Signal würde ebenfalls blinken. So, nicht wundernd, bei den KS-Signalen wird sehr viel mit Geschwindigkeitsanzeigern gebaut. Das heißt, es wird teilweise auch einfach Vorsignale gebaut mit ausgeschaltetem Voranzeiger, denn wenn mal irgendwie was sein sollte, wäre eine Weiche oder sonst irgendwas im Bereich nach dem Signal, aber diese Weiche wird zum Beispiel nur in dringenden Notfällen benutzt, muss aber ja trotzdem so eine Anzeige da sein. Das heißt, es gibt im KS-System deutlich mehr Geschwindigkeitsanzeigen als noch beim HV- oder Kompaktsignalsystem. Also da nicht verwundern lassen. Aber ist natürlich auch klar, wenn das Hauptsignal keine Anzeige trägt, müssen die Vorsignale auch keine Anzeigen tragen. Auch hier ist es so, Hauptsignale werden nicht beschildert, nur Vorsignale mit dieser Rautetafel werden ganz normal wie beim HV-System mit den Vorsignalbalken signalisiert. Wie gesagt, wir haben hier einmal die Form des ASIGs, das heißt das Ausfahrsignal, das sehen wir hier an den zwei separaten Lämpchen hier unten. Diese Bauform ist das BASIC, das wird auf freier Strecke verwendet. Das hier sind die Einfahrsignale, das sieht man an den drei Leuchten. Und weil wir ja Signale haben, die schon eine Vorsignalfunktion haben, gibt es zusätzlich M-Signale ausgeführt als ASIG, das heißt Ausfahrsignale mit integriertem Vorsignal. Die würden beispielsweise so aussehen. Das sind so ganz viele Lämpchen unten drunter. Denn genau, das, wie man hier sieht, das wäre zum Beispiel Rangierfahrt frei. Oder was es auch speziell gibt, ist es hier dieses ZS1. Müsst ihr nicht unbedingt verbauen, wird so selten genutzt. Aber dass ihr wisst, dass es hier auch Hauptsignale gibt als Ausfahrsignal, die ebenfalls schon ein Vorsignal integriert haben. Das gleiche gibt es
auch als normales Streckenabschnittssignal. Das wird sehr oft verbaut, denn das KS-Signalsystem wurde ja eigentlich eingeführt, um die Signalbilder zu vereinfachen und auch sich zum Beispiel den ganzen Quatsch mit den Vorsignalen zu sparen. Das heißt, eigentlich auf gut befahrenen Strecken kommen immer diese Mehrabschnittssignale. Das heißt, das ist auch, wie man sieht, ein Signal mit Vorsignalfunktion und das könnt ihr eigentlich auf eurer ganzen Strecke entlang klatschen. Früher hat man da ja immer zwei Signale gebraucht, und zwar ein Hauptsignal mit einem Vorsignal. Das wäre das Pendant des HVs. Ja, ein Fahrsignal mit Vorsignal haben wir hier in einem Signalschirm. Genau, mit diesen Grundlagen gehen wir nun weiter und vertiefen jeweils das HV-System und das KS-System anhand von Beispielen an diesem Bahnhof. Den habe ich euch hier gebaut. Wir haben hier eine Güter- und Personenstrecke, dann haben wir hier eine reine Güterstrecke, eine Personenstrecke und eine Nebenbahn. Alles so Sachen, die man bauen kann auf seiner Map. Es werden jegliche Arten durchgesprochen. Wir haben verschiedene Einfahrten. Wir haben freie Fahrt hier oben mit 120. Wir haben Einfahrt mit 60 und Einfahrt mit 80. Das wird alles durchgesprochen. Wer es ganz exotisch möchte, der kann jetzt gerne noch dranbleiben. Die anderen können sich gerne an die Erweiterung Tutorials machen. Denn wir haben natürlich auch hier noch bei den Schildern auch Geschwindigkeitsanzeigen dabei. Das würde Folgendes bedeuten. Im KS-System ist eh egal, da ist grün, egal welche Geschwindigkeit. Aber beim HV-System ist es so, dass eigentlich grundsätzlich ab 60 mit HP2, das heißt mit grün und gelb, signalisiert wird. Da gibt es eine Sonderform, und zwar wenn die Streckengeschwindigkeit eh schon 60 oder niedriger ist. Das heißt, würden wir beispielsweise hier auf der Güterstrecke eh schon 60 fahren, ja, beispielsweise wegen Lärmschutz oder sonst irgendwas, dann können wir im HV-System tatsächlich hier einen HP1 setzen. Das ist wirklich so, denn HP1 bezieht sich immer auf die Streckengeschwindigkeit. Das wird habe ich schon viel gesehen auf der Köln-S-Bahn-Stammstrecke als auch auf dem Kölner Güterring. Hier ist aber dabei zu sagen, dass es auf der Strecke mit HP1 signalisiert wird und sobald es an einen Bahnhof geht, wird HP2 signalisiert. Warum das so ist, weiß ich nicht. Es ist wirklich eine Sonderbauform. Falls das euch jetzt zu viel ist, könnt ihr gerne, wie gesagt, 60 oder darunter mit HP2 signalisieren. Alles andere ist natürlich euch überlassen, wie ihr euch dafür entscheidet. Aber das ist nochmal dazu gesagt. Nicht, dass ihr euch mal wundert in meinen Videos. Moment, der Zug fährt 60, aber es wird HP1 signalisiert. Das ist eine reine Sonderbauform. Ansonsten könnt auch ihr, die jetzt noch dran geblieben seid, gerne die zwei Erweiterungstutorials anschauen. Und falls ihr irgendwelche Wünsche, Anregungen oder Kritikpunkte habt, dann lasst es mich wissen. Wir sehen uns dann bei den Erweiterungsvideos. Bis dahin, ciao!